Hallihallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ja, Leute, richtig oldschool geht's heute weiter mit Legend of Illusion, starring Mickey Mouse. Wir gehen in den Garten der Illusionen. Ja, und gucken mal, was uns dort erwartet. Oh Gott, da oben ist ein Krabbelfiecht. Das war ja klar. Komm her, Krabbelfiecht. Du bist aber eine merkwürdige... Was ist das denn? Müssen wir uns hier an dem Spinnenfaden jetzt hier... Ah ja, okay. Interessant, durchaus. Aber auch etwas merkwürdig. Da unten ist Krabbi hier noch. Erinnert so ein bisschen an diese Krabbe aus Ariel, finde ich. Au! Okay, ich hätte nicht einfach da stehen bleiben dürfen. Ich sehe es ein. Ah. Ich hab's gewusst. Ich hätte mir das auch sparen können, das zu versuchen. Ach ja. Komm her. Lass dich mal ein bisschen... Oh, wir haben ihn in einen wunderschönen Vogel verwandelt. Was zum Henker, wieso? So, volle Energie wieder. Ah, und es sind jetzt Blätter hier. Waren die vorher auch schon da? Die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich waren sie vorher auch schon da. Das wird ja nicht durch den Vogel jetzt gekommen sein, oder? Jippa! Und wunderbar. Komm mal her. Die Krabbe haben wir versehentlich getroffen. Ah, Alter. Okay, dich verwandle ich nicht mehr in einen wunderschönen Vogel. Das hast du jetzt verschissen. Das hat sogar noch getroffen. Ich glaub's ja nicht. So, wir schnappen uns mal den Block hier. Und nutzen ihn, um hier rüber zu springen. Sanft und... Du dummes Arsch. Ah. Ja, klar. Und jetzt? Kann ich das Ding wieder... Ich hoffe, ich kann es mit hier noch aufnehmen. Na? Jetzt hat... Oh Gott, ich habe eben schon gedacht. Sehr schön. Ah! Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich nutzen, um hier hochzukommen. Genau, passt schon. Und, wow, was ist jetzt los? Ah, ich glaube, ich erinnere mich an diese Stelle. Hier kam gleich so eine Melodie. Dam, 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 dam. Und da mussten wir da drauf springen. Ha, wir sind richtig musikalisch heute. Wow. Mickey, du hast definitiv zu viele Drogen genommen. Wobei, das ist ja der Garten der Illusionen. Da kann das schon mal passieren. Juhu, was, wir haben ihn schon? Ich hab mir das... Das wiederum hatte ich länger in Erinnerung. Bist du der Baum des Lebens? Huhu. Huhu. Ich bin's. Und wer bist du? Oh Junge, ich bin Mickey Mouse. Und ich bin hergekommen, um dir zu helfen, wenn ich kann zumindest. Ich glaube nicht, dass ich es kann. Huhu. Ja... Das Wasser des Flusses der Zeit ist gestoppt. Wenn du es nicht schaffst, dass der Fluss wieder fließt, oder das Wasser wieder fließt, dann sind wir alle werden wir alle schnell verschwinden, sozusagen. Was kann ich tun? Der Fluss fließt vom Berg der Mysterien. Du kannst den Berg von hier sehen, wenn du deine Augen aufmachst und mich nicht die ganze Zeit so blöd anguckst. Ach ja, wo der Fluss entspringt, wirst du die Wurzel des Übels finden. Okay. Nun dann, dann geh ich mal. So, ja, genau. Ja. Mach ich. Oh, Junge. Dann geh ich mal da hoch. Auf jeden Fall. Jetzt sofort. Dann tu das endlich. Ich habe jemanden beschworen. Ach, diese wunderbare Libelle hier.
Die kann dich dorthin bringen. Oh, vielen Dank. Meine Füße tun mir nämlich langsam schon weh. Weniger beschweren, mehr auf die gute alte Libelle steigen. So. Aber das... Ich bin so viel gelaufen. Mann. Und? Mir doch egal. So, okay, können wir nicht starten? Sehr schön. Der Baum des Lebens. Und nun, Leute. Heißt es, und daran erinnere ich mich noch, Side-Scrolling-Shooter-Action. Vergesst R-Type. Ja, Leute. Vergesst Gradius. Oder Zero Wing. Das hier ist das einzig wahre, der einzig wahre Side-Scrolling-Shooter. Ja. Zero Wing. Oh. All your base are belong to Mickey! Ach, du meine Güte. Ich habe mich aber jetzt schon ziemlich böse blöd angestellt. Ziemlich böse angestellt, ja. Ich kann natürlich auch... Ich muss sie ja nicht unbedingt abballern. Ich kann ja eventuell auch... Aber das gibt Punkte, wenn ich sie abballer. Haha, Punkte, Hits! Hits, los, Leute! Es ist Zeit für Legend of Illusion Community Challenges! Genau. Ah, was? Das war's schon? Ah, sehr schön. Prima, dann haben wir es ja sogar geschafft beim ersten Versuch. Und jetzt sind wir hier. Bei diesem netten Biber. Ja, hallo Biberchen. So, Leute, es ist Zeit. Schützt die Bäume, esst mehr Biber. Was zum Henker? Ach ja, oh nein, nicht der. Wer bist du? Deine Mutter. Ich meine, ich bin der Zauberer der Dunkelheit. Wenn der Baum des Lebens erst einmal weg ist, dann wird die Dunkelheit sich verbreiten über diese Welt. Oh ja. Und meine Kraft wird deine Vorstellungskräfte übersteigen. Ich werde herrschen über alles auf der Welt. Nicht! Wenn ich es verhindern kann, du... fauler Zauberer, du! Wer soll mich aufhalten, etwa eine Maus wie du? Ich bin ein Biber. Ich lasse mich nicht von dir aufhalten. My boy. My laundry boy. Okay, gut. So, Ah, Moment. Halt! Halt, stopp, so. Ich weiß, dass man ihn nur treffen kann, wenn er da runter saust auf einmal. Und das macht er, dummerweise, unmittelbar nachdem er die Attacke gemacht hat. Das heißt, ich muss das jetzt immer im Auge behalten. Oh, was mache ich denn gegen den Blitz? Kommt der? Ich glaube, der kommt immer da runter, wo wir gerade stehen. Das heißt, wir müssen uns... Ah, okay. Müssen uns dann schnell wegbewegen. Alles klar. Gut. Okay, dann weiß ich es jetzt wieder. Ich glaube, dann können wir das jetzt auch ohne Save-State schaffen. Und ja. Der Blitz ist halt böse. Ja. Aber es ist, wie ich dachte. Er kommt genau da runter, in dem Moment, wo wir stehen. Wir müssen uns... Trotzdem konnte ich es eben nicht verhindern. Unfassbar. Der ist ein bisschen schwierig auszuweichen. Wieso laufe ich denn zurück? Okay, doch nochmal. Doch nochmal. Komm, jetzt mach aber nicht die ganze Zeit diesen Blitz, das wäre unfair. Natürlich doch. Dummes Arschloch. Komm, jetzt machen wir wieder Feuer, das ist einfacher. Danke, das kann doch nicht so schwer sein. Oh. Sehr schön. Und der nächste Treffer. Ja, er tut uns den Gefallen mit dem Feuer momentan. Aber wahrscheinlich macht er jetzt wieder... Was? Oh, wir haben ihn schon. Ah, sehr schön. Ah, jetzt kam der Drache, genau. So, Leute. Au. Was musste ich denn gegen den nochmal machen? Ah, ich weiß, was ich tun muss. Okay, wir starten nochmal von vorne. Oh
Oh Gott, wie weiche ich denn da aus? Wir mussten Seife in sein Maul schießen damit. Genau. Und dann das. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Okay. Au. Ja, das habe ich jetzt mal komplett versaut. Entschuldigt bitte. So. Was? Und dann nochmal gegen ihn? Moment, dann lade ich doch lieber Save State. Das dauert mir jetzt zu lang. Ich... Boah. So, okay. Kurz verschnaufen. So, probieren wir es einfach nochmal. Komm. Jetzt kriegen wir ihn aber. Das ist ja eigentlich alles nicht das Thema. Es ist ja immer ein und dasselbe Schema. Jetzt macht er zack. Dann, haha, lassen wir ein bisschen Seife fressen. Dann verliere ich Energie und muss nochmal neu laden. Dann springe ich ihm auf den Kopf. Dann macht er das, haha, der Blödmann. Und dann, ja. Ich muss nur zusehen. Ich muss mit der Seife halt mal ein bisschen schneller werden, ein bisschen voranmachen, dass wir da keine Schwierigkeiten kriegen, tun, haben müssen. Auf jeden Fall. So sieht das doch gut aus. Heute neu. Leute, Leute, Leute. Da guckst du. Und... Jawohl. So, wie gesagt, das ist jetzt immer dasselbe Schema. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht ewig, bis wir ihn besiegt haben. Naja, wollen wir es mal nicht hoffen. Oder? Ha, friss Seife! Und nun, friss deine eigene Stachelkugel! Autsch. Da gehen aber ordentlich Gehirnzellen bei Flöten wahrscheinlich. Au! Hey, ist ja gut. Naja, er ist immerhin noch intelligent genug, um mich zu treffen. Das muss man ja auch mal so sagen. Ach du meine Güte. Ah, das gibt's doch nicht! Und dann auch noch diese rohe Gewalt, ah, leck mich doch! Naja. Was soll's? Komm, wir werden das doch wohl schaffen hier. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Treffer der gebraucht hat. Allzu viel dürfte eigentlich gar nicht mehr fehlen. Ich muss halt nur bei dieser Stufe mit dem Feuer. Muss ich jetzt hier mal... Ah, das gibt es nicht! Ich verfehle andauernd. Muss man richtig precise sein. Komm jetzt. Jawohl. Und... Und... Haha! Sehr schön, komm. Jetzt lass es das so langsam mal gewesen sein hier. Das kann eigentlich wirklich nicht mehr so viel fehlen. Ha! Jetzt haben wir doch mal. 2 Treffer innerhalb kürzester Zeit. So muss das laufen. Aber er ist immer noch nicht besiegt. Der denkt sich, nö. Warum sollte ich mich besiegen lassen? Von einer kleinen Maus? Ich doch nicht. Hier, friss Seife. Immerhin, Mundgeruch hat er jetzt keinen mehr. Das muss man ja... Das ist der Vorteil der Seife. Und wow, wir haben ihn besiegt. Etwas unverhofft. Aber, hey, was soll's? Sehr schön. Wir können als nächstes die Falls of Fortune betreten, Leute. Aber das... Dieses wahnsinniges Level, was jetzt noch kommt, das heben wir uns natürlich für den nächsten Part auf. Ich erzeuge einen Spannungsbogen. Ja, und in der nächsten Folge ist es Zeit für das große Finale. Bis dann!